Der Manu und ich, wir sind zusammen unterwegs, beide mit dem VW-Bus im Bikepark Geiskopf und waren jetzt heute den ganzen Tag im Bikepark fahren. Hat richtig Spaß gemacht, ist ein richtig cooler Park und ich habe mich jetzt hier mal hingestellt. Ist jetzt schon spät, deshalb bin ich auch so eingepackt. Es ist jetzt echt frisch geworden hier. Man merkt doch, dass wir einfach höher sind als bei uns zu Hause und deshalb wird es auch einfach viel schneller kalt. Aber ich habe mich jetzt gut eingepackt. Genau. Wir haben schon gegessen. Wir schlafen nämlich heute Nacht hier auf einem Parkplatz, einfach im Bus. Auf dem Bikepark-Parkplatz ist das Campen leider verboten im Moment in der aktuellen Situation. Aber wir schlafen jetzt einfach ein paar Kilometer weiter auf irgendeinem Parkplatz. Wir sind zu zweit und eine Nacht darf man überall übernachten. Deshalb, das ist kein Stress. Genau, deshalb gibt's... Oh, da hat sich gerade irgendwas in der Wiese bewegt. Ich bin heute, war heute im Bikeparking am Geiskopf und bin auch morgen nochmal da. Und ihr bekommt zwei Videos von den zwei Tagen. Und ich würde sagen, für Tag 1 geht's jetzt los für euch. Mit der GoPro erstmal ein paar Shots kriegt ihr da. Die haben eine neue Enduro-Strecke. Die ist auf jeden Fall richtig cool. Da ist nur mit der Motocross ein bisschen reingefahren, so habe ich den Eindruck. Also noch ziemlich loamy und ziemlich frisch und überhaupt nicht eingefahren. Das seht ihr dann im Video. Hat richtig Bock gemacht heute auf jeden Fall schon. Für euch geht es los mit der GoPro und wir sehen uns am Ende vom Video nochmal. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Alter, ist der Anlieger durch. Hey Jocke, mach mal was Cooles. Hey Jocke, mach mal was Cooles. Übel ins Netz.
Ach komm. Oder doch nicht Flow Trail. Abziehen! Ich bin nicht im Kick gedacht. Jetzt. Servus Leute und herzlich willkommen. Tag 2 im Bikepark Gaiskopf. Wir haben heute Nacht auf dem Parkplatz gepennt. Also auf einem anderen, nicht auf dem offiziellen, weil da darf man ja nicht schlafen. Und genau, zweiter Tag für mich heute im Bikepark. Ich habe ein Halstuch um, weil man am Lift eine Maske braucht oder halt einfach ein Tuch hochziehen muss. Aber ich denke, wenn das die einzige Einschränkung ist, dann ist schon mega geil, dass wir Bikepark fahren können. Und genau, ich habe mein Rad schon im Hintergrund stehen, weil da hat sich nämlich was getan. Ich habe es euch ja im letzten Video versprochen, dass ich euch das in dem Video jetzt zeige. Und zwar mein Hinterrad. Ich habe ein neues Hinterrad und zwar von Nonplus Components. Man sieht es vielleicht da drin. Ich teste jetzt Laufräder
von OnePlus Components, eine ganz neue Firma, wo echt geile, leichte, stabile Carbon-Laufräder baut, beziehungsweise die Narben selber entwickelt. Und ja, richtig cool, ich bin richtig gespannt. Das ist jetzt noch ein Prototyp gerade, den ich fahre an Narbe. Die Finale ist noch nicht fertig in Superboost Plus. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall schon richtig geil. Mir gefällt es jetzt schon richtig gut. Und genau, Vorderrad dauert noch ein bisschen. Da fahre ich jetzt noch aktuell mein normales Reynolds-Laufrad. Das dauert noch so 2-3 Wochen, bis ich da das Finale kriege. Und ja, ich würde sagen, eine andere Bremsscheibe habe ich auch noch drauf. Die Magura MDR. Die neue schwimmend gelagerte. Die habe ich jetzt da drauf gemacht, weil ich da jetzt keine Centerlock-Aufnahme mehr habe, sondern eine Sechsloch-Aufnahme, eine normale. Und ja, ich würde sagen, für euch geht's jetzt los. Tag 2 im Bikepark Geiskopf. Richtig cooler Park, macht mir bis jetzt richtig Spaß. Und wir sehen uns am Ende wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Let's go! Okay, Leute. Meine erste Fahrt hier. Nass. Ja, Leute, das war's jetzt von dem Video. Wir lassen den Abend einfach hier noch ein bisschen ausklingen und ich hoffe, euch hat das Video jetzt schon mal gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, würde ich mich wie immer freuen. Und ja, macht's gut, haut rein, ciao.